Sie an Erkenntnissen aus? Ich hatte nichts überrascht, denn ich kenne den Imperialismus aus dem FF. Und der Imperialismus kann mich nicht mehr überraschen. Mich kann auch nicht überraschen, dass eine Schröder-Regierung einen Krieg gegen Jugoslawien anfängt. Und dass heute zum Beispiel bei den ganzen Analysen der Niederlage, der Wahlniederlage der SPD, nicht ein einziger Kommentator, nicht ein einziger Redakteur den Krieg anführt. Das hat alles nicht stattgefunden. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das Volk der DDR so undankbar war, dass es partout nicht mehr... Ihren der Dankbarkeit und Undankbarkeit eines Volkes auch. Der Mensch ist ein Produkt einer Umgebung. Das kannst du beim alten eben, Marx nachdenken. Eben, sie wurde 40 Jahre lang von Ihnen und anderen belehrt. Und ja, die haben mir gar nicht hingehört. Er hat ja auch nur halb hingehört. Das heißt, die Leute sind so doof und hören nicht richtig zu. Die DDR stand ja nicht im luftleeren Raum, sondern die DDR lebte inmitten einer feindlichen Welt. Aber sie war doch gut verschlossen. Ja, wunderbar. Namentlich nach dem Westen. Namentlich, wir mittendrin im Herzen der DDR, dieses West-Berlin mit 88 Agentenorganisationen. Ich würde wahnsinnig gerne noch mit Ihnen einen Westtauglichkeitstest machen. Ein was bitte? Ein Tauglichkeitstest 10 Jahre danach. Was haben wir vom Westen begriffen? Wenn Sie gestatten. Was ist ein Big Mac? Ich gebe Ihnen 3 Möglichkeiten. A. Hollywood-Verfilmung eines Shakespeare-Dramas. B. Grundnahrungsmittel pubertierender. C. Kosename eines US-Politikers der 40er und 50er Jahre. Big Mac. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass diese albernen Fragen mit dem Ernst der Dinge, um die es geht, nichts zu tun haben. Da kann ich das verstehen. Eine Affenschande ist, so leichtfertig über ernsthafte Dinge zu reden. Das respektiert. Und wie es hier getan wird, wie hier gelacht wird. Sie stellen sich selber ein Armutszeugnis aus. Ich finde es aber komisch. Sie gelten, Herr von Schlissel, Sie gelten als jemand, der durchaus über Humor verfügt, auch über Charme. Das kann man in vielen Artikeln über Sie lesen. Und ganz verstehe ich nicht, warum Sie so echauffiert sind, weil keiner will Ihnen was. Sie sind eine interessante Person der Zeitgeschichte, wir sind neugierig, ein paar Sachen zu fragen. Keiner will Ihnen irgendwas beweisen und Sie regen sich wahnsinnig auf. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, worüber. Reden Sie mir doch nicht ein, dass ich... Sie reden jetzt tatsächlich Ihrem Publikum und wollen auch mir einreden, dass ich meinetwegen nicht echauffiere. Ich echauffiere mich nicht meinetwegen. Ich echauffiere mich und der mit Recht darüber, dass man dem Besten, was dem deutschen Volk und was den Völkern Europas und der Welt in der Geschichte aus Deutschland geschehen ist, die Deutsche Demokratische Republik war, dass man sich darüber lächerlich macht. Das ist eine Affenschande, dass Sie die DDR verloren haben. Das werden Sie noch früh genug merken, alle. Gut, wir nehmen das so zur Kenntnis. Und danke sehr. Bedanken uns für Ihr beherztes